Die Fußballwelt schaute nach Berlin, genauer gesagt ins Auswärtige Amt. Zum dritten Mal hatte die Initiative Deutscher Fußballbotschafter geladen. Und mitten in die Veranstaltung platzte die Nachricht über den Rücktritt von FIFA-Präsident Josef Blatter. Ich habe gesagt, es ist ein Neuanfang notwendig, wenn der Fußball und Fußballbegeisterung überleben soll. Und ich bin froh, dass der Rücktritt von Herrn Blatter diesen Neuanfang jetzt möglich macht. Auch DFB-Präsident Wolfgang Niersbach war vor Ort. Der Blatter-Rücktritt auch für ihn unerwartet. Die Entscheidung am heutigen Tag hat mich total überrascht. Ich kenne jetzt auch keine Hintergründe aus der Aktualität, aber die Entscheidung ist absolut richtig. Man könnte auch sagen, sie war irgendwo überfällig. Denn ungeachtet des Wahlsieges beim Kongress ist ja keine Ruhe eingekehrt. Doch zurück zum eigentlichen Anlass der Veranstaltung. Um den ersten Preis des Abends gab es bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen der 11 Nominierten. In der Gunst des Publikums am Ende ganz vorne Mesut Özil, Arsenal London. Den Preis übergab der Initiator des deutschen Fußballbotschafters Roland Bischoff in London vorab. Özil per Video aber dabei. Vor allem, weil es ja von den Fans gewählt worden ist, bedeutet es mir sehr viel und bin auch natürlich sehr stolz, dass ich diesen Preis auch entgegennehmen darf. Die Trainerikone des englischen Fußballs war übrigens auch vor Ort, Sir Alex Ferguson. Neben Özil kennt er auch den Gewinner des Ehrenpreises ganz genau. Und den gab es für einen Mann, der über den Sport hinaus für sein soziales Engagement ausgezeichnet wurde. Nach seiner Karriere setzte sich der ehemalige Nationalspieler gegen Homophobie ein, unterstützt HIV-infizierte Kinder in Südafrika und ist gegen Rassismus und rechtsextreme Gewalt aktiv. Die Rede ist von Thomas Hitzlsperger. Jetzt diese Auszeichnung bedeutet natürlich viel, weil bewusst wird, die Idee des deutschen Fußballs ins Ausland zu tragen und gleichzeitig aber auch zuzuhören, was im Ausland passiert. Genau dieser Austausch, dafür geehrt zu werden, freut mich ungemein. Und noch einer durfte sich freuen, Jürgen Klinsmann, eine der schillerndsten Personen des deutschen Fußballs und das besonders im Ausland. In Italien, England und Frankreich war er aktiv. Aktuell ist er Weltmeister von 1990, Nationaltrainer der USA. Gerade mit der Mannschaft in Holland unterwegs, ließ er sich live ins Außenministerium schalten. Ich weiß natürlich, wer da alles versammelt ist bei euch im Saal heute Abend. Und es gibt natürlich auch dieser Veranstaltung eine ganz, ganz hohe Note, eine große Glaubwürdigkeit. Und ich fühle mich natürlich geehrt, von Ihnen selbst auch mit ausgezeichnet zu werden. Würdige Preisträger einer tollen Initiative. Die Fußballwelt schaute sehr gerne für einen Tag nach Berlin.